Gamescom, VU Days und Pipapo. Leute, was geht? Heute wieder ein Daily Vlog. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe mal, alles cool. Die meisten verstehen meine Anfangssätze irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich es extra langsam gemacht. Sonst mache ich es noch einmal. Heute wieder ein Daily Vlog. Wie geht's euch? Hoffe mal, alles cool. Jo, ich habe jetzt Feierabend und habe mir gedacht, ich drehe jetzt den Vlog hier. Scheiß Handy, ohne Witz. Viel um die Ohren, viel zu tun, viel Planung. Ich merke selbst schon, vieles meines Follow Me Arounds kommen wesentlich mehr an bei euch, als das, wenn ich heute in die Kamera laufe. Aber hey, mein Leben ist ja nicht so wie manch andere Vollzeit-YouTuber, die einfach jeden Tag was erleben. Ich habe einen normalen Arbeitsalltag, 40 Stunden die Woche und danach geht es halt hauptsächlich dann nach Hause, um dann Videos zu machen, Videos zu schneiden, auf der Breakout-TV und alles dran. Und da ist es wirklich selten, wenn man mit anderen Leuten trifft, weil die einfach auch am Abend kaum Zeit haben. Weil die auch nach der Arbeit auch einfach im Arsch sind. Aber mei, so ist es halt. Bei dem Video wollte ich euch einfach mal erzählen, wo ihr mich demnächst eventuell antreffen könntet, weil jetzt kommen jetzt die ganzen Events, wo ich jetzt auch da sein werde. Und die wollte ich jetzt euch so mitteilen. Das erste, was jetzt ansteht, ist eventuell in 2 Wochen. Ja, in 2 Wochen fahre ich das Wochenende nach Berlin. Ein paar Sachen zu klären, ein paar Leute zu treffen. Sonst was danach? Danach, ich muss nochmal kurz in Kamera schauen. Ich weiß, dass ich mal wegen der Arbeit in Nürnberg sein werde. Übernächstes Wochenende, das ist sozusagen am 25. und 26. des Wochenende, bin ich in Stuttgart wegen der Comic-Con. Werde dort bei der Comic-Con vloggen, sowie auch ein paar coole Impressionen drehen, mit einem Gimbal und alles drum dran. Da werde ich am Start sein, allgemein in Stuttgart. 30. Juni bis 2. Juli bin ich dann in Nürnberg. Wegen eines, Fachtagung. Am Abend habe ich halt Zeit, da kann man ja vielleicht was machen, wer Lust hat. Jo, dann bin ich am 8. bis zum 10. in Frankfurt wegen der Cost Day. Und danach ist erstmal nichts mehr. Dann kommen halt Events wie Gamescom, VU Days und Pipapo. Aber das wollte ich euch mal gesagt haben. Vielleicht sieht man sich ja bei diesen Events. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr aus dieser Nähe kommt. Eine Sache, was mir auch noch aufgefallen ist, es sind jetzt noch 10 Tage eigentlich noch, oder? Noch 10 Tage, die 100 Tage erreicht sind. Weil das ist, glaube ich, jetzt der 90. Vlog. Und jetzt noch 10 Tage und dann ist an sich die Challenge 100 Tage Daily Vlogs vorüber. Jetzt ist die Frage, was ich danach mache und ich weiß es noch nicht. Ist mir noch nicht klar. Ich werde wahrscheinlich eventuell es weiterführen, aber es gibt bestimmt einen Punkt, wo ich dann sage, okay, da kam nichts oder da wird nichts kommen, weil Faktor kein Rechner, Faktor kein WLAN. Aber ich versuche dann jeden Tag einen Vlog zu machen, aber wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Eventuell, wenn auch, ich schaue mal, Sketche kommen, weil ich hätte auch vorgehabt, bei Steve Fang auch Sketche zu machen. Schreibt mal unter in den Kommentaren, was würdet ihr euch wünschen auf diesem Kanal. Entsprechend hier oben bei der Umfrage könnt ihr auch entsprechend voten. Mehr Day-Vlogs, mehr Vlogs, heißt Vlogs über bestimmten Themen quatschen, mehr Follow Me Arounds oder Sketche. Könnt ihr einfach voten, würde mich immer interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Seid geschmeidig und haut rein und ciao.